Jo, meine Freunde, jetzt gibt's eine Runde Piccadilly. Es gibt eine Wir Runde. verlieren an Boden. Holen wir ihn uns zurück. Lol. Es gibt jetzt einfach eine Runde Gameplay von mir. Okay, ich bin mittendrin. Ich dachte, das wäre jetzt eh wieder Anfang der Map gewesen. What the fuck? Mein Ziel ist es, 15 Headshots zu machen. 10 Claymore Kills. Die 15 Headshots mit der leichten SMG. P90 ist auf Entfernung nicht das Beste. Nicht das Gelbe vom Eck. Lol, Mann, ich hab die Waffe dumm gewechselt einfach. Dumm. Einfach dumm. Fail beim Waffenwechsel. Ist lustig, wie man sieht, dass einige Crossover spielen, also einige mit Controller. Und eben einige halt wie ich am Computer. Nice. Mit dem Radar. Ich habe sogar getimt, wenn ich ihn nicht sehe. Geil. Aber lustig, dass ich jetzt bis jetzt noch nicht als Cheater wegen dem Kill beleidigt wurde. Den hast du ja gerochen, den Typen da. Also auf dem Radar gesehen. Halt. Ja, die Runde war jetzt irgendwie schnell und easy. Rang 14. Oh, das Visier. Gunrunner. Realismus. Team Deathmatch. Headshot. Da sind noch mehr. Greif. Die Map gefällt mir aber. Jetzt habe ich mich selber geblendet. Platziere Claymore! Lade nach! Feind an den Gleisen! Man hört euch. Feind am Lager! Feind im Gebiet! Radar bereits im Einsatz. Ich beschütze dich. Feind am Wald. Ziel gesichtet. Ich bin bei dir. Macht auf Achtung. Feindliches persönliches Radar aktiv. Feind am Lagerhaus. Okay. So wie das ist. Ich muss sagen, Realismus liegt mir noch recht gut, finde ich. Also, hier räume ich interessanterweise am meisten ab. Achtung. Der Realismus-Modus erinnert mich auch am meisten an Counter-Strike. Bei Counter-Strike ist ja auch so. Da hast du aber noch den. Toll. What the fuck? Ja, es ist immer so, wenn die Runde gut läuft, fliege ich natürlich raus. Ja, Mann, St. Petrograd. Das ist so für mich St. Petersburg, Wolgograd, Leningrad, Stalingrad. Im Realismusmodus. Immer noch 10 Abschüsse. 15 Headshots machen, SMG. Okay, ich bin mitten im Spiel reingejoint. Wieso stehen die denn alle nur blöd rum?
Okay. Ah, der ist da oben. Ah, da oben ist also auch ein Lieblingsspot. Merke ich mir. Sniper erledigt. Feindliches Radar bereits im Einsatz. LOL. Ich hab gedacht, er wäre tot, LOL. Ich denke, was bewegt sich die Leiche da? Scheiße. Ah, LOL. Meine Claymore ist kaputt! Nein. Ich höre rechts Steps. LOL, zwei wussten, wo ich war. Da hätte schon die Claymore geholfen. LOL, das kleine Ding. Dieser kleine Panzer ist lustig. Blendgranate! Feind am Restaurant! Ah! Claymore Kill. Überall Steps. Okay. Es gibt auch einen Shop hier, what the fuck? Und ich dachte, wo haben die Leute denn ihre komischen Skins her und Aufkleber? Ich bin so hinterm Berg geblieben. So, die nächste Map, Ashir Cave. Mag ich sehr gerne die Map, muss ich sagen. Fängt immer so geil an. Team Deathmatch. Jackals, jagen wir. Blendgranate! Werfe Granate! Ich bin hinter. Blendgranate geworfen! Wir liegen in Führung. Platziere Claymore! Moin. Alter, schreib mir nicht so. Verbündeter Cluster-Schlag steht bevor.
LOL! Ich muss in die Höhle. Aus der Höhle. Ah, ich war so greedy auf die Höhle. Gar nicht so einfach, Claymore-Kills zu machen. Feind am Höhleneingang. Kommen sie wahrscheinlich von da. Ich vermute, von da kommen sie. Dieses Erschrecken. Verbündeter Helikopterschütze unterwegs. Na? Das hast du mal gesehen, wie das geht. So, meine Claymore. Oder wo ist meine? Keine Ahnung. Machen wir irgendwas. Halbzeit, weiterkämpfen. Meine Claymore! Das war doch nicht meine Claymore. Komm schon. Erster Schlag bereit. Jetzt kommen sie von hier, ha? Irgendwo, scheißegal. Hier Bilder 2-0 bestätigt. Clusterschlag ist unterwegs. Ah. Persönliche Radardrohne bereit. Okay, meine Claymore nehme ich wieder mit. Feind an der Steinbrücke. Wir haben die Höhle im Griff. Wir schaffen das. Ah. Verlässt man kurz mal die Höhle. Hart erkämpft und wohl verdient. Oh ja. Yo, das war mein professioneller, richtig krasser Pro-Gameplay-Ausschnitt. Wenn es dir gefallen hat, gib einen Daumen hoch. Und wenn du noch mehr Bock auf Call of Duty hast, ich mache auch Tipps und Tricks in Zukunft, lass ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.